Mittlerweile sind wir bei Folge 141 angelangt und ja, wir rennen wieder Innis, wie die letzten Tage auch schon, und labern eine Runde, ne? Das wollt ihr doch so. Ich weiß ja nicht, wie bei euch dieses ja, Eichel-Level und so angekommen ist. Ich habe das jetzt erstmal ein bisschen pausiert, weil auf Dauer ist es ja auch langweilig. Vielleicht mache ich demnächst nochmal ein bisschen weiter oder offscreen, nennt man das ja schön. Einfach halt ohne Aufnahme. Erst nebenbei Level muss ich nochmal gucken. Aber jetzt machen wir erstmal, hui, ein paar Inis, würde ich sagen, ne? Einfach so. Wie gesagt, ich will ja immer so ein bisschen Abwechslung drin haben, damit das nicht so langweilig wird für euch. Weil das möchte man ja nicht. Das macht man ja quasi für euch, um euch zu unterhalten, mehr oder weniger. Ja, mehr als weniger. Und ja. Deshalb auch gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich mal, keine Ahnung, macht doch mal wie Gieß oder so. Und dann, ja, dann, mein Gott. Schreiben. Von alleine mache ich sowas nicht, Leute. Ich bin doch doof. Von alleine komme ich auf so einen Quatsch nicht. Ja. Ich habe mir mal ein Thema überlegt für heute. Und das ist, eine Sekunde einmal gucken hier. Da ist nichts hier. Braucht doch keiner. Wie viele Punkte haben wir? 1120 und oh, da laufen wir hier beinahe auf Grund. Da müssen wir noch mal gucken dann. Und zwar gibt es ja oder wird es bald diesen Item Shop geben. Jetzt gibt es halt auf dem PTR. Gibt es den halt schon? Den kann man jetzt quasi mehr oder weniger testen. Das ist irgendwie XPS oder so heißt das. So eine Währung halt, so eine fiktive Währung. Auf dem PTR kostet natürlich dann halt alles nichts. Ja, auch Quatsch. Und zwar, wo ist sie? Ich sehe die gar nicht. Hä? Ach, da. Und, ja, da habe ich mal ein Video zu gemacht. Auf einem anderen Kanal. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne mal abonnieren. Der Link zum Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und zwar gab es zu der Zeit, als ich das Video erstellt habe, nur diese XP, 100% mehr XP Flask, die konnte man halt kaufen, entweder einzeln oder im 5er Stack. Und je Flask hat man halt eine Stunde 100% mehr Erfahrung. So. War schon grenzwertig, wie ich fand. Weil, wenn die so weit einführen, dann dauert es nicht lange, bis sie, keine Ahnung, eine Stunde lang 100% mehr Ehrenpunkte oder so einführen. Da ist es echt nicht mehr weit, finde ich. Und jetzt haben die halt, also ich könnte es doch akzeptieren, sage ich jetzt mal. Ich würde es halt so, mit einem schlechten Gefühl ansehen, aber naja gut. Jetzt letztens kam halt auf dem PTR ein weiteres Item in diesen Shop. Was für ein Item? Und zwar so ein Beutel, den konnte man sich kaufen, wo dann 50 von diesen geringen Glücksmünzen-Dingern da drin sind. Ihr wisst schon, die man gegen drei Mogorunen da eintauschen kann. Diese Mogorunen wiederum kann man dann als ja, Bonuswurf einsetzen, um halt beim Boss im Thron des Donners nochmal quasi zu würfeln und vielleicht noch irgendwie ein Item zu bekommen. Und da denke ich mir, ich weiß ja nicht, Leute, ich weiß ja nicht. So, hier eben einmal gucken. 489. Wo habe ich denn die guten Sachen her? Merkwürdig, kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ist ja auch schon ein bisschen was her.
Ja, ich weiß nicht, ich finde, das geht eindeutig in die falsche Richtung, dass man dann dauert dann nicht lange, bis man richtige Items mit Stats und so kaufen kann. Ich meine, Mog-Sachen wollen sie ja sowieso verticken. Da gibt es ja diesen Blizzard-Shop, der momentan noch auf der Website ist, bei denen gibt es ja schon diese Helme da zu kaufen. Ja, weiß ich nicht. Muss jeder selber wissen. Ich finde es jetzt nicht so schön. Aber, ja. Wenn dann jetzt, also die Sets, die werden ja, ich weiß, auch wieder Geschmackssache, aber die werden, die Pulli doch raus. Hä? Was will der von mir? Wir müssen die Typen hier töten. Hä? Check ich nicht. Egal. Wenn die Sets jetzt halt ja extra scheiße und hässlich gemacht werden, damit man sich die Dinger also für echtes Geld holt, dann weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich fände das nicht so geil. Was machen die denn da, die Vollidioten? Feiert ihr? Die bleiben auf der Stelle stehen. Muss halt ständig kicken, ne? Aber. Boah, was ist denn? Alter, geht ihr mir auf die Eier? Ja, und jetzt? Ja, was hat das jetzt gebracht, dass wir nach draußen gegangen sind? Aha. Sehr gut. Boah, Alter, solche Scheiße, das dauert dann dreimal länger als... Oder man macht halt normal. Meine Fresse, die mögen scheiß Taktiken, die dann dreimal so lange dauern, als würde man die einfach Todbomben da benutzen müssen. Diese Rumheultypen, weil das dann 2 Minuten länger dauert, ey. Meine Fresse. Gib mir auf die Eier so ein Scheiß. Diskutieren da. Boah, gib mir doch nicht auf die Eier, ey. Schaden ihr macht, desto schneller geht's. Ganz einfach. Ja. Vor allem kommt die immer mit diesem bis zu 12 Argument, wenn man da mal wieder Worte gibt. Egal, was man sagt.
habt ihr vergessen, Mädchen? Ich bin der Dunkelmeister. Naja. Bobs reagieren immer so, ist klar, ist klar. Natürlich. Jetzt setzt eure hübschen Runenklingen gegen unsere Gäste ein und bringt mir ihre Knochen. Nicht bekämpfen. War nur ein Tipp, keine Kritik. Na, hau ihn um. Sterbt, Nekromant! Genau, stirbt, Nekromant. Du Miststück! Ich will so sterben. Allein! Haut die doch mal weg. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Den habe ich nicht gepult. Das war der. Ach ja, was soll man? Von wo kommt denn der Blackmoor? Ja, Blackmoor, Blackrock. Blackrock. Wundert's einen? Nein. Nicht wirklich. Jetzt bleiben die aber stehen. Hallo, was ist da los? Kann wohl nicht wahr sein. Eine Sauerei. Solche Leute regen mich einfach auf. Ich weiß ja nicht. Alle da. Sehr gut. Dann voll drauf, Leute. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger war, aber ich musste da ab und zu mal schreiben, weil das geht gar nicht. Lass mich doch nicht hier blöd anmachen von so einem Horst. Gerade wenn ich elf bin. Ich finde, woher kommt das Argument eigentlich immer, egal, wenn man da mal wieder wurzelt, bis zu 12? Ja, weil jeder, der ein Gegenargument bringt, ist 12. Das ist nun mal so. So, was haben wir hier? Ah ja, ah ja, ah ja. Parieren, Treffer, nee, das ist scheiße. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Und, hau da rein und so, ne?